Bevor ich meinen Bericht über diese Mahlzeit am 5. Schwat abschließe, möchte ich noch anmerken, warum ich diese Geschichte so ausführlich erzählt habe. Ich erfülle damit die Bitte eines jungen Mannes namens Kalman Margalit, Friede seiner Seele, der damals am Ende der Mahlzeit bat: Freunde, sollte einer von uns am Leben bleiben dürfen, bitte ich ihn, schriftlich festzuhalten, was hier geschehen ist. Seev Wolf. Wir als Lebensmelodien-Team gehen jetzt aus den Konzerthäusern raus und machen Bildungsprojekte. Denn das Besondere der Lebensmelodien ist ja, dass die Erinnerungskultur der dritten, vierten Generation nun weitergetragen wird, nicht nur mit Musik, sondern auch mit Geschichten, die uns unmittelbar berühren. Heute sind wir in Potsdam auf dem Theaterschiff MS Goldberg, das jüdische Theaterschiff, und wir gehen weiter in verschiedene Bundesländer. Wir haben jetzt schon Kooperationen mit 300 Schulen. Das heutige Konzert fand im Rahmen unserer jüdischen Themenwoche Jüdisches Kaleidoskop statt. Eine Themenwoche, die sich durch das gesamte oder über das gesamte Land Brandenburg erstreckte, mit knapp 30 Veranstaltungen an 9 verschiedenen Orten. Und dieses Lebensmelodien-Konzert war eben ein Teil oder eine Teilveranstaltung dieser Themenwoche. Wir hatten jetzt im Rahmen dieser Woche 2 Konzerte, einmal am Donnerstagmittag für Schulklassen aus dem Land Brandenburg auf dem jüdischen Theaterschiff in Potsdam. Seit der Ankunft der ungarischen Juden in Auschwitz hatte sich unser Block in eine galizianisch-ungarische Synagoge, eine sogenannte Kloes, verwandelt, wo ganz offen gebetet, gelernt, gesungen und getanzt wurde. Ich glaube, ganz schwierig in Worte zu fassen, wie das ankam, weil das so ein besonderes Erlebnis war, dass das jeder mit sich vor allem erstmal verarbeiten muss. Man hat an der Stille der Schüler mitbekommen, dass da ganz viel passiert, dass die dabei waren, dass die teilweise frenetischen Applaus gegeben haben, dass teilweise aber auch einfach wirklich ganz, ganz viel Stille herrschte, auch nach Stücken. Und das zeigt, dass hier ein Weg gefunden wurde, den man vielleicht im normalen Unterricht so nicht finden kann, weil die Seele, die Emotion berührt werden kann, auf eine ganz besondere Art und Weise. Und heute am Samstagabend in Rathenow in der Kunst- und Musikschule Havelland. Und das Konzert am Donnerstag war explizit an Schulklassen gerichtet, das heißt auch stärker noch mit einem Bildungsaspekt. Und am Samstag jetzt das Konzert in Rathenow war bewusst an die breite Öffentlichkeit gerichtet, um eben ja, einfach Interessierte aus dem gesamten Havelland, aber auch aus dem Land Brandenburg für dieses tolle Projekt begeistern zu können. Das war, als ich mich auf einen Stuhl stellte und zum ersten Mal meinen Mund öffnete. Heraus kam ein Lied auf Jiddisch, ein Lied, das ich gesungen hatte, als ich, wie es schien, vor 1000 von Jahren 3 Jahre alt gewesen war, in meinem Elternhaus. Ich fand es sehr schön und sehr berührend auch, hat mir gut gefallen. Ich freue mich, bin froh, dass ich hier gewesen bin. Ich hatte überlegt, soll ich gehen, aber ich bin sehr froh, dass ich hier war. Dankeschön. Unheimlich berührend und bewegend. Also die Texte zu der ganzen Musik, das war einfach sehr berührend.
Ich freue mich sehr, die Lebensmelodien-Projekt und die Lebensmelodien-Bildungsprojekt auch nach Brandenburg mitzubringen. Das ist für uns wichtig, auch von den Aspekten von der neuen Generation, von Schulen, dass sie lernen über die Lebensmelodien und die Geschichten. Und vielleicht später können sie selber diese Melodie spielen. Das ist eine besondere Erfahrung, auch in verschiedenen Orten diese Lebensmelodie zu spielen. Ja, in dem Bildungsprogramm schließen wir eine Kooperation mit einer Schule. Das heißt, die Schule bekommt eine Lebensmelodie und in den verschiedenen Fächern wird diese Lebensmelodie entwickelt. Das heißt, der Musiklehrer macht ein Musikprogramm aus der Lebensmelodie, die Geschichtslehrerin ein Geschichtsprojekt, die Deutschlehrerin ein Projekt im Rahmen des Deutschunterrichts und so bringen die Lebensmelodien eine Schule zusammen zu diesem Thema und entwickelt etwas völlig Neues. Schulen können sich melden bei uns zu unserem Lebensmelodien-Team und zusammen können wir entwickeln ein schönes Konzept, wo gibt Recherchearbeiten von den Schulen und auch Konzerte und sie können auch diese Melodien spielen und weitertragen. Wir hätten nie gedacht vor 4 Jahren, dass die Lebensmelodien nicht nur die Herzen berühren, sondern auch so weit hinaus über die Grenzen Berlins Interesse finden und dass wir jetzt bundesweit aktiv sind, das ist für uns besonders. Ich freue mich sehr, wenn Sie mitmachen.